Wie schneide ich eigentlich in Photoshop ein Foto zu? Darum geht es in dieser Folge. Ich zeige dir heute zwei verschiedene Möglichkeiten, wie du ein Foto zuschneiden kannst. Und zwar ist die erste Möglichkeit, die ich dir zeigen möchte, die eigentlich auch relativ schnell ist, wenn es schnell gehen muss, ist die Möglichkeit, dass du Command A, um das Bild auszuwählen, drückst und dann Command T. Command A für alles auswählen, Command T für transformieren. Jetzt werden hier die verschiedenen Eckpunkte hier angezeigt und über diese kannst du das Bild größer und kleiner ziehen. Und wenn ich hier etwas hinauszoome, siehst du, dass wir das Bild dann so zuschneiden können. Ich habe halt jetzt keine andere Taste gedrückt, ich mache alles nur über die Maustaste und so kann ich theoretisch mal das Bild zuschneiden. So, über die Enter-Taste oder oben über den Haken kannst du die Auswahl bestätigen das Zuschneiden und über Komma 0 kommst du wieder in die 100%-Ansicht oder in die Vollbildansicht, nicht die 100%-Ansicht und dann ist das Foto mal zugeschnitten. Ich mache das kurz rückgängig, so, Command A, Command T. Hier gibt es auch noch ein, zwei kleine Tricks. Wenn du die Alt-Taste gedrückt haltest, wird das Bild über die Mitte vergrößert. Ohne Alt-Taste wird das Bild einfach so, ja du siehst, das ist vielleicht die beste Erklärung, einfach vom linken Eckpunkt hinaus vergrößert und verkleinert. Dann mit Shift kannst du das Foto auch noch verziehen, also Alt und Shift wäre verziehen und über die Mitte. Größer und kleiner machen, nur Shift wäre nur verziehen. Und wenn du nicht zufrieden bist, kannst du hier auf diese Stopp-Taste drücken und dann wird die Auswahl wieder rückgängig gemacht und dann sieht es wieder aus wie vorhin. Diese Möglichkeit kannst du gut brauchen, wenn du das Foto nur kurz und wenig zuschneidest. Also das ist so mein Tipp. Wenn ich jetzt hier sage, ich möchte nur ganz ein kleiner Rand weg haben und ich möchte hier gar nicht so viel zuschneiden, so, dann lohnt es sich, über diese Funktion das Foto zuzuschneiden. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, gerade wenn du das Format ändern möchtest, also jetzt hier beispielsweise, könnte ich ja sagen, ja komm, wir machen einen quadratischen Beschnitt, dann musst du über das Zuschneiden-Werkzeug gehen, das ist hier auf der linken Seite, oder als Freistellungswerkzeug, oder über die Taste C. Du siehst übrigens auch auf der rechten Seite immer das Kürzel eingeblendet, welches diese Funktion hinterlegt hat. Dann siehst du hier oben die Einstellungsmöglichkeiten zu diesem Freistellungswerkzeug. Hier hast du in erster Linie mal das Bildverhältnis, also ja, ob ich jetzt eben das Quadrat haben möchte, ob ich hier das 16:9 Verhältnis haben möchte, hier kannst du diese Geschichten auswählen. Du kannst allerdings auch sagen, na gut, ich habe eine genaue Auflösung, beispielsweise wenn ich es nachher zu einer Druckerfirma senden möchte, dann kannst du hier diese genauen Angaben eingeben. Sagen wir mal, ich möchte ein Poster machen und das ist 30 cm in der Höhe und jetzt muss ich aber auch Zentimeter eingeben, sonst bringt das nichts und dann sagen wir 45 cm in der Breite. Und wenn ich das Foto jetzt so positioniere, auswähle und die Auswahl bestätige, wird automatisch das Foto auch auf diese Größe hin berechnet. Also wenn ich hier die Größe einblende, das ist über Command Alt und I und hier auf Zentimeter gehe, sieht man hier, dass auch diese Größe so angenommen wurde. Wenn ich das nicht mache und einfach nur das Seitenverhältnis auswähle, ich mache aber auch die Auswahl und bestätige das, dann siehst du, wenn ich hier die Größe einblende, dass es eine andere Größe hat. Dann wurde einfach das Foto zugeschnitten und je nachdem, in welcher Auflösung du das Foto geschossen hast, ist dann die Größe des Bildes unterschiedlich groß. Das ist mal so das Wichtigste. Also wenn du eine spezifische Größe hast, gerade für den Druck oder teilweise auch für das Web, wenn du Pixelangaben hast, also 600x600 Pixel, dann kannst du das hier direkt einstellen und auch so eingeben. Also Photoshop hat hier relativ viele Formate, die erkennt. 600x600 Pixel, wenn ich das so zuschneide, wäre das für das Web ideal, weil es auch schnell geladen wird, weil die Dateigröße ist dann extrem klein. Und ich zeige dir kurz den Vergleich. Also jetzt haben wir hier 69,9 cm ist das Originalbild lang. Und wenn ich das jetzt mit Command A und Command T extrem vergrößere, so,
und sage so, ja, ich möchte das in etwa so zugeschnitten haben. Und jetzt muss ich kurz warten, bis er mir das ausgerechnet hat. Und wenn ich dann nochmals auf die Maße gehe, haben sich die Maße nicht verändert. Heißt, Photoshop rechnet im Hintergrund aus, ah, okay, er will das Foto technisch gesehen gleich groß haben, aber er möchte den Beschnitt oder den Zuschnitt möchte er ändern, dann rechnet er im Hintergrund entsprechend das Bild wieder größer. Aus diesem Grund überlegst du dir am besten vorhin, was ist das Ziel des Fotos? Möchtest du das einfach kurz auf dem Handy haben? Dann kannst du entweder sagen, gut, nein, ich werde hier einfach schnell das Seitenverhältnis nehmen und schneide das Bild dann so zu. Ansonsten, ja, für kleine Zuschnitte reicht es völlig aus, mit Command A und Command T zu arbeiten. Allerdings, wenn du extrem große Vergrößerungen oder Zuschnitte machst, ja, da hast du einfach eine unnötig große Dateigröße dafür, dass das Bild einfach hochgeblasen und hochgerechnet werden muss. Also immer kurz überlegen, was ist das Ziel von deinem Foto? Für was benötigst du es? Dann bist du gewappnet, um die Fotos zuzuschneiden. Jetzt werden wir immer konkreter, denn das nächste Mal schauen wir uns schon etwas Spannendes an. Das ist die Ebenenmaske und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und tschüss.